So, es funktioniert, glaube ich. Ja, ich denke schon. Ich hoffe auch, dass der Sound drüben ankommt, aber müsste eigentlich. Warte mal, wir könnten so gucken. Ja. Awesome. Und ich habe auch den Bösewicht gefunden. Steam musste mal wieder irgendwie, was weiß ich nicht, wie viele Gig runterladen. Ich sollte das echt aus meinem Autostart rausnehmen. Ich weiß gar nicht, was du da so viele Probleme mit hast. Also Steam muss das bei mir auch, aber ich habe da jetzt nicht so ein Problem damit, SWL. Ja, aber du streamst auch nicht. Weißt du, da, mein Problem Second ist Hand, nicht. ja. Mein Problem ist ja nicht hier das Spiel, sondern es war eher doch das Streamen, weil das Runterladen und so da anscheinend ein wenig blockiert hat. So, ich sehe gerade, ich bin 35, ich kann den dämlichen Ring sogar anlegen. Haha, bam. So, meine Waffe sollte ich auch anlegen, hilft manchmal. Ich habe ein wenig aufgeräumt, wie ihr gesehen habt. Und ja, wir haben hier noch eine Quest, nämlich den harten, also den Rest vom Tyler finden. Die Hartnäckigkeit des Tyler Freeborn. Das war dieser Akte X Mulder-Verschnitt, den wir die letzten, beziehungsweise gestern noch gefolgt sind. Und Special Assignment received. hier kriegen wir gleich eine Kill-Quest. Sehr schön. Du auch? Ja. Free Loot. Sprich, der Morgen geht schon richtig gut los hier. Müssen wir die eigentlich? Ja, die müssen wir killen. Das sind ja auch die einzigen hier. Ja. So, einer muss noch. Eine geht noch rein. Ach, da habe ich gleich einen Freund mitgebracht. So. Jetzt können wir auch mal nach Mr. Tyler suchen. Wo hast du dich denn versteckt? Hm? Bestimmt auf dem Schiff. Oh, da Ich habe ist. keine Ahnung, also ich glaube auch, Da wenn ich ist eine nach oben lande. Karte. Wir sollen zur seichtesten Stelle des Ozeans gehen. Und das ist nördlich von Skull, also ein bisschen nordöstlich von Skull Island. Und hier ist auch noch ein Wissensobjekt, alles klar. Ist ja sehr nett. Und da ist noch eins. Heute sind sie auch, also, ne, ein bisschen spendabel. Finde ich gut. Kann so weitergehen. Die ganze Zeit, wenn es geht. So, wir müssen ganz nach Norden. Das hat eher immer was damit zu tun, dass du meistens recht blind durch die Gegend rennst und immer nur dahin rennst, wo du auch irgendwelche Quests hast. Ja. Und das meiste hat mich bisher auch zu diesen ganzen Wissensobjekten gebracht, oder nicht? Oder wie würdest du das sagen? Wenn du dir mal anschaust, wie moderat wenig du in Sachen Erkundung hast, ne? Echt, wo sehe ich das denn? Bei Achievements und so. Wo sehe ich die Achievements? L. L. Okay. Neunundachtzig von irgendwie ganz vielen. 89 von 610. Na, immerhin, fast ein Sechstel, ne? Nein, aber wenn du zum Beispiel mal unter Achievements schaust bei Champions. Champions? 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 Wo seid ihr denn? Ich sehe keine Champions. Meinst du Bosse? Oder? Das ist hier alles so Ja, ein bisschen Bosses und Bosse. dann Champions und Ah, dann unter Solomon Bosse. Island. Solomon Island. Oh. 4 von 7. Ja, ne? Wahrscheinlich auch nur 4 von 7 in Kingsmith und Savage Coast und Blue Mountains und so. Immerhin 4 von 7.
Wir haben die Kamera gefunden. Oh, gibt gleich eine Sequenz. Er geht in den Nebel. Nein, tu's nicht. Ich gehe rein. Nein. Ich glaube, ich hab's durchschaut. Ich glaube, das geht okay. Na dann. Ich glaube, drinnen ist es nicht so wie draußen. Ich glaube, dass es drinnen verdorben ist. Und nebelig. Wenn du das Zeug einatmest, kriegt es dich. Vergiftet dich. Aber die Geräusche machen dich anfällig dafür, dass du Dinge tust, die du nicht tun willst. Die Musik. Wie der Rattenfänger. Wir sind Kinder, die man ins Meer lockt. In den namenlosen Abgrund. Die alte Stadt in der Tiefe. Wo sie schlafen. Ich gehe rein. Ich will versuchen, zur anderen Seite vorzudringen. Wo immer das ist. Ja, dann mach schon. Aber nicht vor, zurückzukommen. Schön. Tschüss. Jetzt geht er rein und kommt gleich als Monster wieder raus. Das ist Nebel, den kann man nicht wegschieben. So, können wir ihm jetzt hinterher? Nein, wir sind echt fertig mit der Quest, das kann ja gar nicht sein. Wir sind nicht fertig. Ah, wir sind nicht fertig. Alles klar, wir können hinterher. Woo! Hast du die Jasmaske aufgesetzt? Oh, nee. So. Warte mal, wie kann ich mich von vorne angucken? Irgendwie ging das. V. Sexy. Sexy Gasmaske. Dann auf in den Nebel. Ja, natürlich wollen wir den Nebel betreten. Was auch sonst? Ich folge dir jetzt nur noch unauffällig. Warum haben wir... Naja, okay. Aber man kann immer von diesem Leuchtepunkt zu den Leuchtepunkten gehen. Aber Leuchtepunkt ist verschwunden. Ah, da ist er wieder. Und da hinten ist auch einer. Und jetzt wieder weg. Das ist ja uncool. Ah, da. Oh, ich bin schon total erschöpft und... Okay, anscheinend muss man nur... Nein! Okay, alles klar. Aufhören. Was? Aufhören. Nein, hör jetzt nicht auf. Mehr Wörter, bitte. Mehr Erinnerungen. Mhm. Möchtest du Post? Huhu. Hier steht ein Stoppzeichen. Ich weiß nicht. Ach du Scheiße. Ah, ich sterbe, nein. Ja, keine Ahnung. Ich denke, ich soll da runterspringen, ne? Wir warten jetzt hier noch ein paar Sekunden. Aber er hat gesagt, mehr Wörter. Nee, warte mal, mehr Wörter. Können wir was erzählen?
komm, wir erzählen mal was. Was kann man denn machen als Emote? Warte mal, slash help ging das oder so, ne? Nö. Verdammt, wie ging das? Kann man auch hier Talk machen? Geht nicht. Wie kann ich denn nochmal die Emotes sehen? Emotes, glaube ich. Ne. Geben Sie Hilfe-Emote ein. Gramling Talk. Keine Ahnung. Also du musst da nicht, musst da keine Emotes machen. Du musst dir einfach nur klar werden, wo du hin willst. Hier ist 10 Speed Limit. Hier ist ein Briefkasten. Und hier ist ein Stoppzeichen. Ja, ich habe keine Ahnung. Hier ist eine Lampe. Was heißt dir klar werden? Ach komm hier. Juhu! Ha! Ah. Perfekt im Pool gelandet. Ich schätze mal, man kann... Mami, was bringt Daddy aus dem Meer mit zurück? Was immer sein Herz begehrt, Kleiner. They rowed their boats through the Sargasso Sea. Merrily, soon we'll all be free. Hey! Fröhliche Seemannslieder. Willkommen im Traum des roten Sargasso. Folge ihm hinab. Echo. Guck mal, das hat sogar ein Ende. Jo. Kuckuck, wir sehen dich. Sieh dich um. Das ist, was sein wird. Wir träumen es alle gemeinsam. Beeindruckend, oder? Du siehst, nichts muss sich ändern. Alles ist so wie in ihrer Erinnerung. Es geschieht bereits. Der Traum ist guten Morgen, Olli. Man kann den Traum nicht desinfizieren. Hallo. Der Exodus rettet sie nicht. Nein, dafür ist es zu spät. Außerdem, retten wovor? Vor sich selbst. Das ist, was sie sind. Was soll ich denn hier tun? Ich glaube, Sie suchen nach mir. Ja. Was? Hier gibt's Gegner? Deputy Andy. Und Helen Bannerman. So, jetzt machen wir erstmal alle fertig, die wir in der Story getroffen haben. Alles klar. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Row your boat. Whee! Die Turtles. Nein, es ist Norma Creed. Mit der Schotze. Aua! Man sagt doch alten Omis keine Shotguns geben. Finde ich nicht in Ordnung. Also man muss sagen, das Ambiente der Quest kommt einiges besser rüber, wenn man das nachts alleine im Dunkeln macht. Glaube ich. Hui! Noch ein Turtle. Nein! Hey, Montag. Ja, die kommen die ganze Zeit aus der Kanalisation raus. Jetzt gibt's auf Fressen.
gut jetzt. Na, ob wir da wo rein müssen? Sollen Sie die Augen ewig schließen? Sollen Sie das Königreich erben? Autos. Oh mein Gott. Wie heißt diese... Was? Ach, solltest du mich erschrecken? Was machst du denn da? Er hat auf jeden Fall tolle Lichteffekte am Start. Und Hunde. Wer ist denn er nochmal? Ist er der vom Flughafen? Nee. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich denke da lang. Da geht das spukige Licht an. Lass uns was spielen. Die Regeln machen wir zusammen. Ein Ringelreihen. Eine Gruppe von Matrosen. Asche, Asche, alle umgefallen. Ich frage mich, ob der mir das Ding unterm Arsch wegzieht, die Brücke. Doll. Irgendwie? Uni? Ah. Aha. Was möchte er denn von mir, dass ich tue? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber ja gut, wir schauen mal. Können wir ein bisschen rumspielen hier. So, alle auf der Seite. Das kann es nicht sein. Vielleicht fehlte der ganz hinten. Das könnte natürlich sein. Was ist denn der ganz hinten? Wie kriege ich den? Damit kriege ich den, okay. Da geht der weg. Also für mich hat es den Anschein, dass sie jetzt alle da sind, aber... Warum zur Hölle bin ich im Kampfmodus? Ah, nee, der letzte ist immer noch nicht da, so ein Scheiß. Also der muss an sein. Macht die mal alle aus. Weil mit sonst habe ich keinen, der da hinten. Das sieht doch gut aus.
probieren wir es mal. Tata. So, was ist das? Ein schwarzes Loch am Ende. Freigeboren. Freigeboren. Na dann. Toll, jetzt sind wir wieder in dieser dämlichen Stadt. Gibt es hier eigentlich irgendwelche Wissensobjekte? Habe ich die übersehen? Ah ja, hier müssen wir lang. So leben sie ewig, frei von bürgerlichen Fesseln. Du bist in unserem Traum und wir sind in ihrem. Wir sitzen alle im selben Boot. Du siehst, nichts muss sich ändern, nicht wirklich. So träumen sie von einem. Was könnte realer sein als das? Du könntest hier als Bürgermeister sein. Ein neuer Inhalt ist Was sagt er mir mit neue Gottheit, Bosheit, was? Oh, Sackgasse. Hallo. Sag mir nicht, ich bin in die falsche Richtung gelandet. Das ist ja deprimierend hier. Ein Haus ohne Tür, auch interessant. Wenn sie das alles geträumt haben, dann träumen sie ziemlich mies. Das sieht doch ganz gut aus. Folgen wir dem Licht? Ah! Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollen da nicht hin. Oh nö. Soll ich da wieder runterspringen? Ich finde das ein bisschen irritierend. Naja, wir können mal gucken, ob wir noch zurückgehen können. Oder hier oben lang oder so. Ah. Runterspringen ist nie eine gute Idee. Was mich jetzt interessiert ist, warum haben die so viele Abgründe hier reingebaut, nachdem man schon einen runtergesprungen ist? Das ist ziemlich fies. Aber hier ist richtig. Hm, das Einschalten des Lichts ist, Hey! Hallo? Schleimy McSchleimy. Ja, das ist die Tutti di Mare, ne? Darkseid. Ich dachte, die haben Kekse. Dafür haben sie Fischpizza. Bleh. Ist ja eklig. Hui. Alle deine Freunde sollen kommen. Hui. Das schärft den Traum. Aber Uli hat schon recht. Also die Quest kommt wirklich am besten, wenn man im Dunkeln macht. Ja, bestimmt. Also. Aber hey. Ich habe also, ja, ich finde das hier sehr sanft, wenn ich ehrlich bin, weil ganz ehrlich, ich habe so viele Horrorspiele gespielt und das Schlimmste fand ich bisher echt
Resident Evil, das neue, das war wirklich eklig, weil die Grafik war gar nicht schlecht dafür gemacht, finde ich. Und du hast Amnesia noch nicht gespielt, ne? Ja, oder sowas wie Outlast. Nee, sowas mag ich nicht, wo ich mich gar nicht wehren kann. Ich brauche irgendwas, wo ich eine Waffe habe, wo ich wenigstens die Zombies abschießen kann. Das ist wichtig. Also nur mit einer Kamera oder so ein Kack. Nee, das ist nicht meins. Das mache ich auch nicht. Da habe ich keinen Bock drauf, weil das ist ja nur Schleichen und Wegrennen. Nee, 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 nee. Also wie gesagt, ich finde vom, also rein vom Ambiente und vom Style Factor ist das hier. Es ist wirklich schön gemacht. Ich meine, mit den Möglichkeiten, die sie haben. Ich fand ja schon den Vergnügungspark sehr geil gemacht. Das hier ist auch schon nicht schlecht. Ja, also wie gesagt, ich habe die Quest, Alien Isolation war auch schick. Ich habe die Quest gemacht, als es bei mir zu Hause dunkel war. Ich glaube, es war nachts um zwei. Draußen hattest du auch noch irgendein Unwetter am Start und ich habe mich bei dieser Quest dann etwas verjagt, so wenn der Boden weggegeben hat und so. Befreie uns, erwecke uns aus dem Meer, erwecke uns alle, dann kannst du den Traum ewig leben. Und wenn ich das nicht will, den Traum ewig leben? Was? Ja, Alien Isolation ist auch für'n Arsch. Weil da hast du zwar teilweise Waffen, aber die bringen dir überhaupt nichts. Alter! Wie geht's dir? Nicht mehr so gut. Vor den Monstern habe ich keine Angst. Sie sind nicht sehr klug. Außerdem praktisch taub, blind und leicht zu umgehen, wenn man nicht blöd ist. Ja. Es gibt Schlimmeres als Monster. Viel schlimmer. Träume. Oh nein. Ich weiß nicht, was mit meinen Träumen los ist. Sie sind so lebendig und intensiv, als wäre ich hellwach. Wenn ich aufwache, bin ich erschöpft. Als hätte ich gar nicht geschlafen. Aber ich habe, das weiß ich. Und ich glaube, manchmal, auch wenn ich wach bin, träume ich immer noch. Weil ich das Flüstern höre. Sie flüstern immer. Immer. Ständig. Weil sie so viel zu flüstern haben. Ja, okay. Er hört Stimmen in seinem Kopf. Alles klar. So. Wo will ich eigentlich hin? Jetzt. Ach so. Gas machst du, kannst du uns abnehmen, wenn du auf Alt drückst und dann Rechtsklick auf den Buff machst. Warum soll ich den wegmachen? Es sei denn, du willst jetzt dauerhaft mit einer Gasmaske in der Visage rumrennen. Warum nicht? Bin ich geschützt? Nicht, dass hübscher macht, mein Gott. Mr. Nerd. Jeder anders. Nein, also Gasmaske im Gesicht hat nichts mit nerdig sein zu tun. Das ist ein anderer Fetisch. Nee. Wenn ich die wegmache, sehe ich aus wie ein Nerd. Das meine ich. Deswegen. So, wir haben hier aber sogar noch ein paar Quests, die wir machen könnten. Ja, dann musst du einfach nur mal, ne? Einfach nur mal gucken. So, hier ist irgendwas. Der alte Joseph. Hallo. Traumfänger. Das ist das die... Nee, das ist eine andere, ne? Diese ist doch die... Der Dungeon Quest ausgeht. Die Dungeon Quests sind immer die lila Dinger mit den vielen Leuten. Ah, okay, alles klar. Okay, dann, der hat nämlich hier noch Traumfänger. Gucken wir uns mal Traumfänger an. Ich höre die Schlange. Sie flüstert. Hört nicht auf sie. Lügen. Sie bringen Finsternis. Die Berge stürzen ein. Und die Wälder brennen. Die Erde zittert. Sie kommen. Oh. Verzeihung, ich nicke im Moment zu jeder Tageszeit ein. Guter Schlaf ist schwer zu finden. Für die Lebenden
und für die Toten. Wenn wir schlafen, träumen wir. Und wenn wir träumen, sprechen wir mit unseren Vorfahren. Unsere Geister verbinden sich mit den Geistern derer, die vor uns da waren. Aber das macht uns verwundbar. Seit dem Steinbruch wieder gearbeitet wird, gibt es die alten. Machen wir auf jeden Fall. Jemand oder etwas dringt in unsere Träume ein und verursacht große Unruhe. Es gab eine Zeit, als die Netze der Traumfänger draußen vor jedem Haus hingen. Die Netze fingen die finsteren Träume ein, die uns im Schlaf vergiften können. Sie beschützten uns, wenn wir am verwundbarsten waren. Aber unser Stamm hat die alten Bräuche vergessen. Wir hören nicht mehr auf die Warnungen derer, die vor uns kamen. Und wir ehren sie nicht mehr. Unsere Vorfahren, sie werden von dieser Schlange vergiftet, die unter diesen Hügeln schläft. Und sie wiederum haben die Albträume in unsere Welt gebracht. Ihre Geister haben Angst. Vertrieben aus ihrer Zuflucht im Jenseits. Sie stehen im Dienst eines dunklen Flüsterns. Und sie können uns nicht mehr schützen, wenn wir in die Traumwelt gehen. Oder wenn wir wach sind. Wir müssen ihnen helfen. Wir müssen ihre Träume fangen, damit wir alle wieder ruhig schlafen können. Endlich. Wir haben noch keine Zeit. Alter Verwalter, hat er mir jetzt eine Frikadelle ans Ohr gelabert. Er ist alt. Was soll er sonst machen? Nicht so viel labern. So, zu alten Begräbnishügel. Also, nee, nicht der Friedhof, der ist weiter weg. Dann voll gehen wir doch mal. Unauffällig. Na, geht doch. Ich hoffe, ich gehe richtig. Nee, gehe ich nicht, warte. Nee. Ach, hier, port uns doch. Du kannst, da ist doch direkt der Portpunkt. Ha. Der schnelle Weg. Sonst hätten wir nämlich wieder eine halbe Weltreise machen müssen. Nämlich irgendwie außen rum und dann, voll nervig. Und mit dem geht's dann doch ein bisschen schneller. So. Und was sollen wir hier machen? Albträume fangen. Mui. Komm her. Ach, ich muss den scheiß Traumfänger benutzen. Na, komm. Und last but not least, komm her. Ne, es fehlt noch einer. Du musst den Traumfänger benutzen, verdammt. Kannst du nicht einfach so umbringen. So, dem alten Joseph den Traumfänger zurückgeben. Ja, können wir uns direkt zurückporten, oder? Ja. Na, was heißt wir? Du und ich port hinterher. Ja, ich habe auch fast... Ich habe so viele Anima-Splitter ausgegeben durch das Fusionieren und das... nicht das Fusionieren, wie heißt denn das? Das Aufleveln der Waffen. Und ja, das, wenn man dann noch was fürs Porten ausgibt... So, das war aber erst der erste Teil dieser Quest. Anscheinend kommt da noch was. Ja. Oh Gott, nicht, sag mir nicht, der labert nie nochmal. Nein. Rauschen. Nur Rauschen. Immer. Immer. Keine Seifenopern, keine Sitcoms, nicht mal so eine verdammte Werbung für Haarwuchsmittel. So sollte doch ein alter Mann nicht seinen Ruhestand verbringen. Ich höre, Sie haben einige unserer Geister zur Ruhe gebettet. Haben Sie Ihre Träume dabei?
Ihre Träume sind verderbt. Ach, es geht. Es ist ein bisschen nervig, weil wenn man nach so einer riesen Questrunde, ich laber ihm jetzt mal dazwischen, ja, wenn man nach so einer riesen Questrunde irgendwie, weiß ich nicht, seine Millionen von Taschen aufmacht und dann anfängt erstmal seine Dinger da zusammenzufriemeln, das ist schon ein bisschen nervig. Aber es ist okay, es ist leicht einsichtbar. Aber trotzdem, auf Dauer wir müssen zu Ihnen. Hat man dann... Ach komm, Junge, hör auf. Wir wissen ja eh, was du willst. So, auf Dauer hat man dann immer... wird das Inventar immer voller, weil man ja die Sachen nicht wegschmeißen sollte, die man schon gelevelt hat, weil man die wiederum fusionieren kann mit anderen Sachen und so. Also, naja. Welches neue System findest du komisch, Arjen? Das Waffensystem. Ich gehe mal davon aus, dass sie davon geredet hat. Von Krieg gegen die Finsternis? Traum? Betreten? Hä? Was? Das ist die Inni. Ich weiß gar nicht, was... Ach so, das ist die Inni. Ah, okay. Ja, das wusste ich nicht. Das letzte Mal habe ich mich da nur für angemeldet. Und ich wusste ja gar nicht, dass ich da... Und so, ne? Wie kommen wir denn da oben hoch? Hier. Bestimmt. Sollen wir denn da oben hoch? Nö. Ich weiß gar nicht, was du da oben willst. Ich weiß auch nicht. Ich dachte, irgendwo hier drinne habe ich nämlich, soll ich noch was suchen. Da. Eine Kräutertasche. Ich habe TSW nicht wirklich... Oh, was passiert hier? Alles klar. Okay, Grafikbug. Wahnsinn. Abgefahren. Ich sehe nichts mehr. Scheiße. Ich darf mich nicht bewegen. Dann... Ach, Leute. Seht ihr das auch? Also, ich hab den nicht. Bei mir sieht alles aus wie immer. Also, wenn ich meine Maus bewege, dann wird mein Bildschirm und alles Mögliche blau. Das Sollte heißt... vielleicht mal reloggen. Ich denke auch... Ich gehe mal in die Charakterauswahl.